Zu den natürlichen Zahlen, der Beweis durch vollständige Induktion. Aber zuerst eine kleine Anekdote. Einst stellte ein Lehrer vom ersten Primarschuljahr den Schülern folgende Aufgabe: Addiert alle Zahlen von 1 bis 100. Die Idötchen machten sich schnell an die Arbeit. 1 plus 2 macht 3, plus 3 macht 6, plus 4 macht 10, plus 5 macht 15 und so weiter bis plus 97, plus 98, plus 99, plus 100. Welch eine Aufgabe für 6-, 7-jährige Kinder. Aber nach sehr kurzer Zeit meldete sich der kleine Karl Friedrich zu Wort und sagte: Herr Lehrer, ich hab's. 5050. Und die Antwort stimmte. Was hatte der kleine Bengel gemacht? Er sagte: Wenn ich zu der gesamten Summe noch die Null addiere, dann habe ich ja nichts geändert. Also rechne ich die Null plus die 100, das macht 100. Plus 1 plus 99, das macht wieder 100. Plus 2 und 98 macht wieder 100 und so weiter bis plus 49 plus 51. So hatte er 50 mal die 100, macht 5000, plus die 50 in der Mitte, macht 5050. Aus dem kleinen Karl Friedrich ist dann später der weltberühmte deutsche Mathematiker Karl Friedrich Gauss geworden und ihm zu Ehren nennt man diese Formel bezüglich natürlicher Zahlen Formel von Gauss. Die Aufgabe vom kleinen Karl Friedrich damals war 1 plus 2 plus 3 bis plus 100. Diese Formel ist allgemeiner. Es geht 1 plus 2 plus 3 plus bis zu einer beliebigen natürlichen Zahl. Und um diese Summe zu berechnen, reicht es, die letzte Zahl zu nehmen, diese zu multiplizieren mit der darauffolgenden Zahl und dieses Produkt durch 2 zu teilen. Wir werden diese fertige Formel anhand der vollständigen Induktion beweisen, Beweisverfahren, das Henri Poincaré erfunden hat. Solch ein Beweis wird in 2 Schritten gemacht und ist schön zu vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Im ersten Schritt wird gezeigt, dass der erste Stein umfällt. Für unseren Beweis hier heißt das, wir werden diese Formel beweisen für die erste natürliche Zahl verschieden von 0, das heißt, wenn n 1 ist. Wenn n 1 ist, dann steht hier links die Summe von 1 bis 1, ja das ist 1. Und rechts steht dann 1 mal 1 plus 1 geteilt durch 2. Links steht 1, rechts steht dieser Bruch und effektiv dieser Bruch ist dasselbe wie 1. Für n gleich 1 stimmt diese Formel. Im nächsten Schritt nimmt man zuerst einmal an, dass ein Stein mit Nummer k umfällt. Bedeutet in unserem Beweis, wir nehmen an, dass die Formel für eine beliebige natürliche Zahl k richtig ist. Nehmen wir an, unsere zu beweisende Formel stimmt für irgendeine natürliche Zahl k. Im Dominovergleich bedeutet das, Stein Nummer k fällt um. Wir werden anhand dieser Annahme beweisen, dass dann der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen muss. Kurz, wenn ein Stein umfällt, dann fällt der nächste auch um. Hier, wenn Stein Nummer k umfällt, dann werden wir beweisen, dass Stein Nummer k plus 1 auch umfallen wird. Was bedeutet, wenn die Formel für k stimmt, dann muss sie auch für k plus 1 stimmen.
Diese Formel für k plus 1, der linke Teil sieht dann so aus, die Summe von 1, 2, 3 und immer so weiter bis k plus 1. Und wir werden jetzt beweisen, dass diese Summe gleich ist zur letzten Zahl, das heißt k plus 1, mal die darauf folgende, das heißt k plus 1 plus 1, also k plus 2, geteilt durch 2. Wir werden beweisen, dass diese Summe gleich zu diesem Bruch ist. Legen wir los. Diese Summe geht zuerst mal bis k und dann kommt die letzte Zahl k plus 1 noch hinten dran. Die Summe von 1 bis k ist aber durch unsere Annahme gleich zu diesem Bruch. Also dürfen wir die Summe von 1 bis k durch diesen Bruch ersetzen und hinten dran bleibt noch die Zahl k plus 1. Wir werden k plus 1 auf 1 setzen, so haben wir zwei Brüche, die addiert werden müssen. Und um zwei Brüche zu addieren, macht man sie gleichnamig. Das heißt, hier multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 2. Ist gemacht. Und jetzt reicht es, die zwei Zähler zu addieren. In dieser Addition sehen wir aber sofort, dass wir die Zahl k plus 1 ausklammern können. Und zwischen Klammern bleibt dann noch k plus 2. Was also diesen Bruch ergibt. Und das ist genau das, was wir finden wollten. Somit ist die Formel also bewiesen. Schauen wir nochmal den Vergleich mit den Dominosteinen. Im ersten Schritt beweist man, dass der erste Stein umfällt. Im zweiten Schritt beweist man, dass, wenn irgendein Stein umfällt, der nächste automatisch auch umfallen muss. Wir wissen aber hier, dass der erste Stein umfällt. Und durch diese Überlegung wissen wir, dann muss der darauffolgende Stein auch umfallen, also fällt der zweite Stein auch um. Jetzt fällt der zweite Stein um. Also durch diese Überlegung muss der nächste Stein, das heißt der dritte, auch umfallen. Also fällt der dritte um. Somit auch der nächste, der vierte. Somit auch der fünfte, also auch der sechste, der siebte und immer so weiter. Sie fallen alle um. Das ist ein Beweis durch vollständige Induktion, den man jedes Mal anwenden darf, um eine Formel, eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen zu beweisen.